Ja, Leute, herzlich willkommen. Wir sind zurück auf Faluscha und bei mir ist der Team Wolf. Der geht in den Baracken rein. Ja, Der jetzt. ist jetzt in der zweiten drin. Siehst du die Leichen davor? Ja, sehe ich. Also Da. die zweite, von dir aus gesehen die zweite Baracke, da ist der drin. Das Dumme ist, da ist ein SUV auch davor. Jetzt kommt er raus. Der ist jetzt am SUV. Am welchen? Ja, jetzt sehe ich ihn. Er ist rechts am SUV, am Hinterteil. Er lauert, nicht bewegen. Du? Nein, er. Kannst du einen Schuss abgeben? Ja. Ah, ganz geil. Ganz geil. One shoot, one kill. Wahnsinn, der war gut. Der hat eine DMR, ne? Eine M17, ne? Weiß ich, ich geh gucken. Ja. Nein, der hat eine M8 oder wie heißt die? Also. Eine M8, ja. Okay. Dann wäre das erledigt. Der Typ, der. Da habe ich fünf Mörder und vier Banditenkill. Ich habe meinen Rekord geknackt. Das ist schön, das freut mich für dich. Ich habe im Moment, weiß ich nicht, wo ich mich verstecken soll. Weißt du, wo ich mal hingehe? Ich gehe mal da hinten zu den runden Baracken. Zu Dass den, du von hinten kommst, ne? ja. Ja. Ist natürlich blöd für mich, wenn einer hier an den richtigen Baracken ist, aber dann bin ich sehr weit weg. Aber da hinten, da kann man sich auch zwischen diesen runden Dingern ganz gut verstecken, weißt du? Der hat auch das Glück, dass der immer am Airfield spawnt. Wer? Der Ja, Ralle. warum? Ihr kommt da schon wieder, oder was? Weiß ich nicht. Nö, ich sag nur. Bloß der weiß nicht, wo ich bin. Ich hoffe, weil der hatte sich jetzt auf mich konzentriert. Er hatte ja ein paar Schüsse Der auf hat mich zu dir abgegeben. hingeguckt, ja. Genau, der hatte den Baum vor mir getroffen. Ah, du hast aber. Hast du den Tschechischen an oder den Weißen? Nee, ich hab den du auch anhast, den Soldier. Tschechisch Soldier, ne? Nee, nicht tschechisch. Ich habe den, wie heißt denn der nochmal? Warte, ich gucke mal gerade. Ja, ich habe den Tschechisch. Du hast den tschechisch? Ich habe Ja, den Desert. deswegen hat er dich auch gesehen. Ich habe den Desert Soldier angehabt. Na, kein grün, aber ich habe diesen Den anderen. dritten von oben, den dritten. Richtig, genau. Den musst du haben. Wenn Den du dann habe im ich. Busch den hast, Ja. dann verstehe ich nicht, warum die dich sehen. Mich haben sie nicht gesehen. Ja gut, Ja. okay, ich sag mal so, ich bin dann eine Pflanze. Verwachse, ich bleib einfach, ich nehme meine Hand von der Maus, dass ich gar nichts mache. Ja, jetzt bin ich hier zwischen den Baracken. Achte auf deine Reichweite, ne? Weil du hast dann eine ganz andere Reichweite wie ich hier, ne? Naja, klar. Bin jetzt mal in so ein Häuschen reingegangen. Ja. Können wir ja erstmal die Aufnahme wieder anhalten, bis wieder was passiert. Restart in 52 Minuten. Na gut. Gut, halt mal das Ganze. So. Der Flitzebogen fliegt Doppeldecker, Leute. Er fliegt ganz knapp über den Airfield. Macht er ganz gut. Ja, der kann auflegen. Der kann fliegen. Also, das sage ich nicht so leichtfertig. Also, der kann wirklich fliegen. Ich habe das erlebt, wie ich mit ihm da den Heli geflogen bin. Und gut, dass ich das auch alles aufgenommen habe. Jetzt kommt er schon wieder zurück. Ich Ja, der sehe. guckt, ob jemand hier ist.
Ja, ich bin da hier. Ah, jetzt kommt er. Oh, guck mal da. Da. Ja, eine Rolle hat er gerade gemacht. Ja. Jetzt fliegst du, was, wo fliegst du denn hin? Achso, da. Jetzt fliegst du auf mich zu. Exklusivaufnahme vom Flitzebogen. Wow. Wir haben einen in unserer Range? Nein. Dann nur bei dir. Denk dran, der Flitzebogen könnte auch da reinkommen in der Range. Ja, ja. Ich hatte gerade drei. Ich nicht. Flieg mal so über Hotel 11. Nee, dann mach das nicht. Stücke. Dann bleibst du nicht lange da oben. Die Maschine ist viel zu langsam. Oh. Ah. Jetzt stoß ich mich rein hier, du. Nicht schlecht. Und? Ja. Du, ich muss mich jetzt leider verabschieden. Ich muss noch. Aber ich habe wenigstens noch mal eine schöne Aufnahme vom Flitzebogen gemacht. Ja. Ja, leider ist es so, dass ich mich leider verabschieden muss. Ich muss nämlich leider zur Arbeit. Kurz vor sechs, ja. Nochmal einen Blick auf den Flitzebogen werfen, auf den Doppeldecker vom Weiten. Und ich sage tschüss, Leute. Team Wolf, wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Macht's gut. Herzlich willkommen zu einer weiteren und neuen Aufnahme von Balutscher. Und das gibt so eine Art Special. Da hinten ist der Chinook, den fliegt der Team Wolf. Und hier neben mir ist die C-130. Da ist der Flitzebogen drin. Und Flitzebogen, wenn du willst, kannst du loslegen. Die direkt hinter dir. Aber die geht ja voll ab, ey. Das an, wie sauber der gestartet ist. Und weg ist er. Oh, er dreht. Da kommt der Chinook nochmal. Das sieht auch geil aus. Die fährt mir schon wie unten. Unter mir. Unter dir? Ja, ruhig, ruhig.
jetzt noch mal auf der Start- und Landebahn. Aber das wird mir eigentlich auch zu heiß hier. Wo bleibt denn der Flitzebogen mit der C-130? Fliegt noch mal einer über den Airfield, oder? Ja, ich. Ich komme auch schon wieder fahren. Geil. Von wo kommst du? Oh ja. Von drüben. Boah. Ja, das war eine schöne Aufnahme. Da zieht der unter mir weg, hast du das gesehen? Ja. Teamwolf mit 500 bin ich unter dir durchgezogen. Da fliegt der Teamwolf. Wir machen Experimente hier. Nee. Ach du Scheiße. Was ist das denn jetzt? Was ist denn jetzt? Ach du Scheiße. Ich habe doch die ganze DMR-Magazine habe ich doch im Links reingetan. Guck mal, ob der Hubert. Ich sehe ihn nicht im Moment. Der ist da hinten gelandet. Der hat ein paar gekriegt. Er kommt. Nee, jetzt ist er. Jetzt kommt er. Da mit der C-130 kommt er wieder. Der Flitzebogen. Ich tue meine DMR wieder im Rucksack. Ja, die ganzen Magazine, die waren im Oval drin. Guck mal, Robert, ja genau, guck mal, wo der Heli ist. Bist du gerade abgestürzt? Ja. Oh nee. So, komm. Flitzebogen ist abgestürzt. Hast du den Knall gehört? Ja, ich habe den Knall gehört. Aber das kann er wieder nicht sprechen. Naja, scheinbar. Kannst du das sehen in deinem Monitor? Ja, er hat das Mikrofon ausgestellt. Wir kommen, hol dich. Ja, wenn er noch am Leben ist. Warte mal, ich muss da mal irgendwie einsteigen können. Warum kann ich nicht einsteigen? Gibt's doch gar nicht. Versuche jetzt nochmal, ich bin mal nach hinten gegangen. Nö. Das wieder für eine Scheiße, ey. Das möchte ich aber auch gerne wissen. Wir haben doch beide dieselbe Uniform. Als Passagier, jetzt geht's. Guck mal, ob du als Fahrer rein kannst. Na, also es geht doch. Das ist doch eine Scheiße. Gut, Leute, dann stoppe ich mal die Aufnahme. So. Der ist schuld, dass der Flitzebogen abgestürzt ist, oder? Oh, ich muss Painkiller nehmen. Die Sau haut ab. Ja, da kriegst du keinen Schuss mehr hin hier. Ist zu weit weg. Ja, dann gucken wir mal heute. Geh mal wieder rein als erster. Ich sitze. Gucken wir mal heute. Ja, deine Sachen müssen wir mitnehmen oder so. Ja, ja. Okay. Aber wer weiß, wo der ist. Ja, gut.
Wir bewachen deine Leiche hier. Wenn wir die Leiche finden. Ja. Ah ja, die ist hier. Da liegt sie, ja. Na gut, dann warten wir hier. Okidoki.